Komm mal her, Hund. Hund, komm her. Peace, Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Vlog. Das hier ist gerade alles sehr spontan. Ich bin nämlich gerade nach Hause gekommen und hier ist ein Hund in meiner Wohnung. Hier chillt einfach ein random Hund, Leute. Was geht ab? Are you good? Oh, oh, nicht ablenken. Oh. Bro, nicht purzen. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall nicht mein Hund, aber ich kann mir auf jeden Fall schon denken, dass mich hier irgendwer verarschen will, wahrscheinlich AJ. Wobei ich nicht weiß, wo AJ einen Hund herbekommt, keine Ahnung. AJ, kennst du AJ? Nee, ich glaube nicht. Leute, ich habe Angst, dass der Hund irgendwas macht, aber der steht hier einfach nur still rum. Ich habe voll Angst, Mann. Nicht, dass AJ den nicht hierher gebracht hat. Nein, Leute, ich hatte auch meinen Hund. Ich weiß natürlich, wie man mit denen umgeht, aber... Und das Ding ist, eigentlich kann das nur AJ gewesen sein. Oder meine Mutter, aber warum sollte meine Mutter mir einen wildfremden Hund in die Wohnung bringen? Das traue ich dann doch eher AJ zu. Ich rufe ihn mal an. Komm mal her, Hund. Hund, komm her. Bro, are you good? Ey Leute, jetzt kriege ich langsam Angst. Nicht, dass mir ein Hater irgendwie einen Hund nach Hause gebracht hat und der auf Kommando mich gleich auseinanderfetzt. Was? Okay, wir rufen AJ an. Das kann nicht wahr sein, Alter. Der kleine Hund. Was hat er sich dabei gedacht? Du wurdest von AJ gebracht, ne? Ja. Hey Bro. Hallo? Hä? Warst du das? Was? Ach Bro, komm. Was? Junge, hier ist ein Hund in meiner Wohnung, Mann. Ja, was? Ja, hier ist ein Hund. Der sitzt hier neben mir. Guckst du in den Spiegel gerade? Oh Bro, ich guck nicht in den Spiegel, du Hund. Ja, ey, Digga, was soll das? Warum bringst du einen Hund in meine Wohnung? Junge, wieso soll ich einen Hund in seine Wohnung bringen? Leute, verarscht er mich oder verarscht er mich nicht? Ich film das gerade, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Jetzt mal real. Du weißt nichts davon. Schwör auf alles. Digga. Ja, okay, okay, ciao, ciao. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Bleib, mach Sitz, mach Sitz. Hallo. Erstmal ein bisschen auf Artis Sofa chillen, ne? So genießt man's Leben. Auf jeden. Okay, Leute, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Meine Mutter. Nee. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber wir gucken. Wenn das nicht meine Mutter war, dann bin ich lost. Mama, hast du einen Hund in meine Wohnung gebracht? Einen Hund in deine Wohnung? Hast du? Klar, heute Nacht durch ihn reingeschleust. Nein, jetzt ernsthaft. Ja. Ich habe einen Hund in meiner Wohnung. Echt? Ja. Zeig mal. Guck. Hey, wir sind bei einer Hund. Okay, Leute. Ja gut. Ich habe jetzt einen Hund in meiner Wohnung, aber ich weiß halt echt nicht, wo der herkommt. Das ist schon irgendwie komisch, ne? Also meine Mom hat mir versprochen, dass sie es nicht war. Sie war selber so relativ überrascht, dass sie ein Hund ist. Und AJ, der sagt, er war es nicht, aber er muss es gewesen sein, weil wahrscheinlich bringt irgendein Fremder einen Hund in deine Wohnung. Da muss man ja einen Schlüssel haben. Deswegen, wir callen AJ mal. Okay, AJ, jetzt reicht's langsam, okay? Ich bin gerade zu meiner Mutter gegangen und habe sie schon gefragt, ob sie den Hund hier in meine Wohnung gebracht hat. Ja, komm mal vorbei. Das ist kein Zufall, dass AJ jetzt kommt, Leute. Das Ding ist, Leute, der Hund ist ja ganz süß und so, aber der läuft hier in meiner Wohnung rum und ich weiß nicht mal, wem der gehört. Weil AJ hat keinen Hund, müsst ihr wissen. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass er es wirklich nicht war. Okay, Leute, es hat geklingelt. Der Hund versucht hier in meine Küche zu gehen. Ja, hi. Na? Du warst das. Nein, wie kommst du darauf? Happy Birthday to you. Ach, Bro. Willst du nicht schon immer einen Hund haben? Ich hatte doch mal einen Hund, als ich noch 14 war. Ja, und du hast uns letztens erzählt, dass du gerne immer wieder nett bist, oder nicht? Also, jetzt vielleicht nicht in der Zeit so, aber normalerweise. Ja, Digga. Boah, komm das mal rein. Er heißt Freddy übrigens, ne? Falls du, nur damit du Bescheid weißt, falls du mal rufen willst oder so. Ah, danke. Jetzt weiß ich auch mal, wem der Hund gehört. Okay, das müsst ihr beide mir aber erklären, wie man auf die Idee kommt. Wessen Idee war das? Deine wahrscheinlich, ne? Ja, oder meine Idee war das. Ich bin auf die Idee gekommen und dann dachte ich, AJ hat mir erzählt, er hat einen Ersatzschlüssel, ne? Von deiner Wohnung. Und dann habe ich ihn halt eben gerade, also dann hatte ich halt die Idee mit dem Hund und dann habe ich ihn angerufen und habe ihm so gesagt, ja, AJ, pass auf, sorg mal dafür, dass Arthus irgendwie weg ist, weil du warst ja eben gerade einkaufen. Ne? Ja. So, und dann in der Zeit, wo du einkaufen warst, hat AJ mir den Ersatzschlüssel gegeben. Ich bin reingegangen, hab den Hund angesetzt. Du Hund! Ja, oha! Ja. Oha! Also der Hund ist süß, aber Digga, du gehst ja immer in meine Wohnung, Junge. und du erlaubst ihm das. Er ist doch witzig, aber... Okay, aber... Deine. Ja, wie schon gesagt, er heißt Freddy und wir haben den eben gerade geholt. Du hast doch gesagt, du wolltest einen Hund haben. Ja, Bro, das ist jetzt schon dein Hund, oder? Nein, also... Junge, du verarschst mich. Digga, ich verarsch dich nicht. Wahrscheinlich schenkt ihr mir jetzt einen Hund, Alter. Ich habe absolut keine Zeit für einen Hund. Alles Gute zum Geburtstag. Bruder, weshalb haben wir eben gerade auch Happy Birthday gesungen? Ihr schenkt mir jetzt beide einen Hund.
zum Geburtstag. Ja, weil du uns erzählt hast, dass du gerne einen Hund hättest. Ey, okay, stopp. Okay, Leute, damit ihr auch Bescheid wisst, ich hatte tatsächlich mal vor 6 Jahren einen Hund und habe mich auch viel um den gekümmert und so weiter, aber irgendwann hatte ich einfach nicht mehr die Time für einen Hund, ihr wisst Bescheid. Auch wenn man viel unterwegs ist, muss man ja immer irgendwen haben, der auf den Hund aufpassen kann und ich hatte leider keine Person um mich rum, die auf den aufpassen hätten können. Was? Ihr wisst schon, auf jeden Fall habe ich den beiden gesagt, dass ich meinen Hund echt vermisse, weil es auch so ist. Aber was soll man tun? Ich gebe den ja nicht weg, weil ich keinen Bock mehr auf ihn habe. Ist ja logisch. Und dann kommt die einfach hier mit dem neuen Hund an. Das Ding ist, du hast keinen Hund, aber du hast einen Hund zu Hause. Und ich weiß nicht, ob das dein Hund ist hier. Ja, du hast ihn noch nie gesehen, aber wie schon gesagt, dein Geburtstagsgeschenk so, ne? Ist das dein Hund gewesen vorher? Wie? Meiner? Nein. Wir haben den eben gerade geholt. Von wo? Ja. Er hat es gesagt. Ah, ihr beide zusammen? Nee, ich alleine. Ich habe ja eben gerade AJS angerufen. Okay. Ja, okay, fast hätte ich dich gehabt. Du weißt nicht, damit hast du mich ranbekommen. Hätte ich jetzt gesagt, ja, mit AJ zusammen, ne? Ja. Da weißt du noch, du Bruder. Was soll ich sagen, Leute? Ich habe jetzt einen Hund. Ja, Bruder, ich würde sagen, wir gehen erstmal Frohlig und so einkaufen für den, dass du ein bisschen Essen für den hast. Nicht, dass der hier bei dir verhungert oder so. Ey, Bro. Ich weiß halt gerade echt nicht, ob ihr das ernst meint. Sehen wir ernst aus? Naja, geht. Ey, Bruder, ich... Aber ja, normalerweise, ich meine das ernst. Ja, Leute, eigentlich muss man Geschenke ja annehmen, ne? So auf freundlich, ne? Ich kann auch keinen Hund annehmen, Alter. Was ist das für euch? Glaubst du das immer noch nicht, ne? Ich weiß, dass du mich verarschst, Digga. Du nimmst den Safe wieder mit. Wir hatten noch eine zweite Leine zu Hause. Wo hab ich die denn jetzt hingepackt? Hier, wir hatten noch eine zweite Leine zu Hause, Bruder. Ich hab dir die extra mitgebracht sogar noch. Du schenkst mir doch eine Hundeleine. Ich schenk dir jetzt eine Hundeleine. Okay, Bro, dann beweis mir mal. Dann lass uns mal richtig alles für den Hund holen. Dann beweis mir mal richtig, also, dass es meiner ist. Wenn du zahlst, ist mir das relativ egal. Das ist ja dein Hund jetzt. Der hat nicht mein Halsband. Ja, guck, ich hab doch gesagt, der ist neu. Wir haben noch nicht mein Halsband. Wir müssen noch mal Halsband kaufen. Junge, darf ich mal bei dem Tierheim anrufen, Peter? Ja, ruf mal an und frag nach Freddy. Ich rufe jetzt im Tierheim an, ich glaub den nicht. Guten Tag, und zwar habe ich eine Frage. Zwei Freunde von mir haben mir einen Hund geschenkt, angeblich aus dem Tierheim. Kommt der von Ihnen? Haben Sie heute einen Hund weggegeben, der Freddy heißt? Nee. Nein? Nein. Okay, alles klar. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Tierheim macht eigentlich. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dann wurde ich wahrscheinlich nur verarscht. Okay. Was ist das denn für ein Hund? Ich weiß es auch nicht, muss ich sagen. Der war auf einmal in meiner Wohnung halt. Hä? Und? Ja, wahrscheinlich wurde ich hier von Freunden verarscht. Das kann gut sein. Ah, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Alles klar. Jo. Alles klar, danke schön. Ciao. Bitte, tschüss. Scheiße. Ja, Hunde. Ja, Hunde. Hallo, ich bin in der Pause. Ich hab Hund hier zu Hause. Ja, was ist das für ein... Also, um ehrlich zu sein, ich weiß es auch nicht. Nein, Spaß, Bruder. Das ist mein Hund. Das ist dein Hund. Ja, das ist unser Hund. Also der... Du weißt ja, dass wir einen Hund haben. Und, ey, das ist jetzt aber echt peinlich, dass ich das nicht gecheckt habe. Ja. Das Ding ist, ich wusste auf jeden Fall, dass du einen Hund hast. Aber ich wusste nicht, wie er aussieht und wie er heißt. Ah, danke, dass du ihn mir vorgestellt hast, Freddy. Jetzt kennst du ihn auch. Bro, und dafür seid ihr jetzt so früh morgens hier zu mir gekommen, oder was? Hat schon gut funktioniert, seien wir ehrlich. Ja. Jetzt lachen wir, Bruder. Digga, perfekt. Er hat doch perfekte Schauspieler, Digga. Ja, dem musst du Leckerlis kaufen, Alter. Ja, ehrlich, das hat er gut gemacht. Freddy, das hast du gut gemacht. Du bist ein guter. Ja. Jo, Alter, eben als ich alleine mit ihm war, er hat auch so geknurrt. Ich so, Junge, der beißt mich gleich. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ein fremder Hund in meine Wohnung wäre und der würde anfangen zu knurren, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Ich würde, glaube ich, schreiend rausgehen und den in meiner Wohnung lassen. Und dann würde ich einfach gleich am Hund in meiner Wohnung, holst du den ab, nimmst den weg, raus und nicht. War ein sehr lustiger Prank von dir. Peter hat ein Video für seinen Kanal gemacht, Leute, und hat mir einen Hund zum Geburtstag geschenkt. Als Prank, Gott sei Dank. Weil ich dachte mir echt, ey, scheiße, wenn du das ernst meint, ich kann keinen Hund nehmen. Aber natürlich haben sie den Hund aus dem Tierheim, ne, ihr beiden? Wenn hier so ein Hund immer runterlaufen würde, wie ungewohnt. Ja, aber bringt er mir einen Hund vorbei, Leute. Ey! Das war schon geil, das funktioniert, ne? Ich hatte Angst, Bruder. Bruder, an deiner Stelle hätte ich auch Angst gehabt. Sag ich dir ehrlich. Ich war nur entspannt einkaufen auf einmal. Kommt ein Hund zu mir. Oh Mann, ey. Ich habe mir schon vorgestellt, wie ich mit dem Gassi gehe, als sie gesagt haben, die schenken mir den Hund. Ey, oh! Hätte er in meine Wohnung gepisst. Wehe, der hat irgendwo hingepisst. Ich kann es mir so safe vorstellen, dass der irgendwo hingepisst hat. Oh nein. Ich hoffe, du trittst dann rein nachher. Für dein Karma. Nein, Joke. Komm her. Guck, Leute, wie gut Hunde auf mich hören. Komm. Ich bin froh, dass das Ganze nur ein Prank war. Ich hatte schon Angst, dass die mir den wirklich schenken wollen. Ich hab's kurzfristig echt geglaubt. Ja, er ist jetzt hier wieder im Auto. Bro, mach's gut. War nice, auch mal wieder einen Hund zu haben für eine kurze Zeit. Man muss doch küssen. Ey, komm, du darfst auch mal.
Küsst euch mal. Oh, AJ, Okay, Leute, mach's gut, Freddy. Ihr habt gesehen, ich hatte einen Hund für ein paar Minuten. Da kam ein Viech aus seinem Mund. Das kam gerade aus dem Mund von Freddy. Wahrscheinlich kam das von deinem Mund in seinem Mund beim Küssen. Leute, supportet mich gerne. Lasst ein Abo da, haut auf den Abonnieren-Button. Folgt mir auf Instagram, ich heiße der Artist Weichert. Checkt meine Marke ab, ktj.de. Peace.